Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Transportfieber 2. Es geht weiter mit der Kampagne. Wir sind bei Mission 4 angekommen. Okay, also kurze Anmerkung. Passt, wir sind weiterhin bei der ersten Mission oder beim ersten Kapitel bei der Mission 4, um genau zu sein. Und wir schauen uns das Ganze an, auswählen. Paradies am Pazifik. Wir werden das Ganze starten und wir werden einfach hineingehen. Ein unscheinbarer Fleck mit einem verheißungsvollen Namen. Topolobampo. Ein Klima so mild wie nirgends sonst, die Ebenen fruchtbar wie der Garten Eden und in den Bergen unermessliche Reichtümer. Der perfekte Ort, um eine Utopie wahr werden zu lassen. Ein Leben in Freiheit und Gleichheit für alle. Klingt perfekt, klingt super, traumhaft, ein Leben in Gleichheit und Freiheit für alle. Wir wollen schauen, wie es denn wirklich ist. Nein, ich habe keine Ahnung. Also, Pazifikinsel, da sollen wir was machen. Schauen wir mal, was da kommt. Soeben hast du dem Staat Mexiko einen Flecken Land abgekauft. Hier soll deine Vision zur Wirklichkeit werden. Eine freie und gerechte Gesellschaft. Gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten wirst du in Topolobampo die Stadt der Zukunft errichten. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Hast du doch erfolgreich bereits einige Eisenbahnstrecken gebaut. Willkommen in der Stadt der Träume. Du bist hierher aufgebrochen, um eine Gesellschaft zu gründen, in der niemand Not leiden muss. Alles wird allen gehören und im Überfluss vorhanden sein. Zahlreiche Frauen und Männer wollen sich dir anschließen. Sie sollen ihre Behausungen ganz nach ihren Vorstellungen errichten dürfen. Besorge schon einmal das nötige Material. Im Umland finden sich exzellente Rohstoffe. Du brauchst sie nur in die Stadt zu schaffen. Topolobampo, wer das richtig aussprechen kann, bitte her damit. Baumstämme, da hinten gibt es Baumstämme. Aber wir müssen jetzt davon hier mal als erstes, also wir wissen, wir kennen uns ja aus. Also was wir machen könnten wäre, soll man einen Güterhafen machen? Was halt jetzt davon? Wie cool wäre denn das jetzt da? Wäre das lustig? Ich habe keine Ahnung. Wir haben 50 Millionen, warum probieren wir es nicht? Ich habe es noch nie gemacht. Ah, das ist nicht angeschlossen an das Ganze, so wie es ausschaut. Schauen wir trotzdem. Okay. Güterhafen haben wir. Jetzt machen wir eine neue Linie. Schifffahrt. Das Wort Schiff ist ja klar. So. Ah. Natürlich habe ich es verkehrt. Das war jetzt nicht richtig, oder? Ich habe gedacht, ich habe den gebaut. Ah, ich habe einen falschen Hafen gebaut, glaube ich. Reißen wir es nochmal ab. Mit 50 Millionen können wir ein bisschen was ausprobieren, würde ich sagen. Aber ich hätte es voll gern da, den Güterhafen. Habe ich das falsch platziert irgendwie? So. Also wichtig ist, an diese Stellen zu bringen, wo es dann halt auch gebraucht wird, schätze ich. So. Jetzt brauchen wir eine Straße, ein ganz kleines reicht da, um das zu verbinden. Passt. Das gleiche da.
Da machen wir größere Straßen. Wahrscheinlich brauchen wir es gar nicht, aber wir machen das von da unten rauf. Und darüber. Und ja. So, jetzt müssen wir unsere Linie wieder verbinden. Genau, von Ost nach in die City. In die City müssen wir es bringen. In die City. Haltepunkt. So. Und jetzt müssen wir dann noch ein Schifferl machen. Ich weiß nicht, was das da bedeutet, aber wir werden das gleich herausfinden. Sicher nichts Gutes. Jetzt braucht man einen Frachter, der Holz transportieren kann. Die Wilhelm oder der fettes Arbeitsboot? Machen wir das teuerste. Wir haben es ja. Keine Ahnung, ob das funktioniert, Holzschiff. Okay, ich hätte gern das als erstes und das als zweites. Okay, warum machst du immer Probleme? Okay, dann machen wir so. Eins. Warum gehst du nicht? So lernen wir was, ist auch nicht schlecht. Vielleicht haben wir ein anderes Problem. Wir können da unser Schiff kaufen wieder. Was ist, wenn man muss. Hat das was mit Tiefgang zu tun? Was ist, wenn wir das verwenden? Okay. Schade. Keine Ahnung, worum es nicht geht. Schön wäre es gewesen. Da haben wir noch einen Bahnhof übrigens. Ah, wie cool wäre denn das gewesen, wenn wir das jetzt einfach so verbinden hätten können. Ja, dann müssen wir zu Plan B greifen. Der nicht so cool ist natürlich. Wir bauen eine fette Landstraße einfach. Und der geht dann einfach daher. Können wir gerne das Bruckerl machen. Schaut euch das an. Schaut das nicht toll aus? Eine kleine Brücke. Eine Steuerung, Alt. G. Alt G. Steuerung G. Steuerung schief G. Ich habe keine Ahnung, irgendwie kann man das ganze User-Interface ausschalten. So, damit man schöne Screenshots machen kann, das muss ich irgendwann nochmal lernen. Aber, wo sind wir? So, das funktioniert nicht und ich habe keine Ahnung warum. Schauen wir dann später nochmal. Ja, da sind wir mal. Wir brauchen für den Anfang ein Gebäude mit Straßen. Falls irgendwer weiß, warum das nicht funktioniert hat gerade, bitte schreibt es mal rein. Da müssen wir schauen, dass wir einfach abladen, schön in zentral irgendwo hin. Und jetzt natürlich eine neue Route mit Holz.
Bus. Schauen wir, ob es wirklich ein Bus ist oder nicht, der Kutscher dann. Hoppala, den brauchen wir noch nicht. Holzbus, neue Station hinzufügen. Okay. Das gleiche jetzt damit einer. Ja, wir sind jetzt mittlerweile Profis. Also wir kennen uns ja super aus und Fahrzeuge kaufen wollen wir. Straßenfahrzeugdepot und wir wollen ein Cargo. 5, 6. Das ist wahrscheinlich eh viel zu viel, die weisen wir alle dem Holzbus zu. Keine Ahnung, warum das mit dem Ding nicht funktioniert. Das wäre so schön gewesen, wenn wir hier einfach das Holz rüber transportieren hätten können. Aber aus irgendeinem Grund haben wir es nicht geschafft. Aber so funktioniert es eh. Das ist ja was, was mir ein bisschen stört, muss ich sagen. Sie schreiben nicht wirklich hin, was jetzt da das Problem ist, okay? Ich sehe zwar, ich habe ein Problem, ja, das war's. Linie verwalten kann ich. Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Okay. Vielleicht, weil da das Wasser zu eng ist. Also kann sein, dass das einfach zu enge Masche ist. Also da steht es dann zumindest. Okay, also man kann die Linie anklicken und hat dann den Hinweis. Okay, aber da oben wäre es halt cool, wenn es dann gleich hinliegt. Naja. Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. So. Wir sind jetzt da auf maximaler Geschwindigkeit unterwegs. Und schauen uns das Ganze da mal an. Liefern die ersten Holzteile und dann sollte das gut funktionieren. Also der Start ist geglückt hoffentlich. Nach Startschwierigkeiten. Jeder, der sich bei euch auskennt, oder von euch auskennt, schreibt schein, warum hat das nicht funktioniert mit der Schiffsfahrt. Muss ich da, wenn ich sowas erstelle? Ich schau nochmal. War cool was gewesen. Aber das ist das, was ich schon in den letzten Spielen nicht so richtig verstanden habe. Warum konnten die zwei nicht miteinander. Warum die zwei nicht miteinander verbunden werden haben können? Das verstehe ich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Aber. Weiß nicht, ist es zu tief? Wäre echt lässig gewesen, wenn wir das da machen können. Das Projekt wächst und gedeiht. Dank der hochwertigen Materialien sehen die errichteten Gebäude ausgesprochen stattlich aus. Die ersten Siedlerinnen und Siedler sind eingezogen und alle arbeiten tüchtig an der Verwirklichung der idealen Gesellschaft. Doch zu einem erfüllten Leben gehört nicht nur Arbeit. Sorge dafür, dass die städtischen Einrichtungen von Topolo Bampo mit den nötigen Verbrauchsgegenständen ausgestattet werden, auf das Gesundheit und Lebenslust einzukalten. Es gibt das Hotel und das Hospital. Das Hospital klicken wir jetzt mal an. Die Frauen und Männer der Kolonie sind kräftig und gesund. Sollte sich dennoch einmal ein Notfall ereignen, muss dafür gesorgt sein, dass das Operationsbesteck im Krankenhaus garantiert keimfrei ist. Zu diesem Zwecke lässt sich medizinischer Alkohol aus den zahlreich vorhandenen Kakteen herstellen. Okay. Wir brauchen folgende Rohstoffe jetzt. Wir brauchen Kakteen, die wir da unten haben. Das ist irgendwie Kaktus. Ich weiß nicht, wo wir den dann brauchen. Ich würde sagen, wir bauen einfach einen Doppelbahnhof hin. Wer liebt nicht Bahnhöfe? Eine richtige Straßenbahn, wie es sie in allen mondänen Städten gibt, würde Topolobampo gut zu Gesicht stehen. So könnten die Mitglieder der Gemeinschaft die müden Füße etwas ausruhen. Da machen wir es jetzt damit auch zwei, weil eins kommt rein, zwei gehen raus. Wir können da einen Kopfbahnhof bauen, wäre auch eine Möglichkeit, aber wir bauen das jetzt einfach ganz primitiv. Wir ziehen das da jetzt einfach von dem runter da. Okay, das ist ein bisschen tief. Gut, das wird teuer. Okay. Kein billiger Spaß. Leute, wir graben da mal durch den Canyon durch. Wir haben nur 50 Millionen. Nur mehr. Ja.
Billig. Wer braucht billig, wenn er teuer haben kann? So, die linke Spur müssen wir da jetzt noch bauen. Da reißen wir gleich was ab. Und dann total cooles Gebäude natürlich. So, wir bauen eine Linie. Und weil wir in der Kampagne sind, benennen wir es. Das wird die Linie, Zuglinie Kaktus. Sticht. So. Und zwar von El Fuerte. Herzlich willkommen in El Fuerte nach Topolobampo. So ähnlich. So. Hätten wir das fertig, die Linie. Wir müssen daneben noch zustimmen. Wir müssen da Eisenbahn. Die Straßenbahn ist eine gute Sache. Doch die Hinterlassenschaften der Zugpferde dürfen keinesfalls vor den repräsentativen Gebäuden der Stadt zu liegen kommen. Okay. Das schauen wir uns dann an. Das ist eine schöne Lok. Schaut euch diese Lok an. Und dazu brauchen wir noch Kaktus. 1, 2, 3, 4, 5. Wir bauen es 160 Meter lang. Bisschen länger. Kaufen. Der Kaktuslinie zuweisen. So. Und wenn wir das haben, dann können wir den Room jetzt da anliefern. Den können wir dann. Wo müssen wir den hinbringen? Okay, den Room müssen wir da. Holz müssen wir da vorne hinbringen. Nein. Das wissen wir noch nicht, was wir da. Also machen wir mal das mit dem Room. Deshalb machen wir es jetzt. Wir machen es jetzt kompliziert. Und zwar. Wir bauen uns. Genau, einen Kopfbahnhof daher. Wir wissen nicht, wie viel wir noch hertransportieren müssen. Wir machen aber 160 lang, oder? So. Ich denke, wir brauchen es nicht zu lang. Es ist ja nur eine Kampagne und ich weiß es nicht. Aber wir machen das einmal so, dass wir da einfach mit einer Zweierlinie das machen. Okay, das Problem ist scheinbar der Höhenunterschied jetzt, oder? Was ist das an? Ja, ideal ist es nicht. Wir fahren da maximal 90er und ja, ihr wisst, wie es ist. Was willst du machen? Das war schlau. So, es ist eine Langsamfahrstrecke, ist eh klar.